Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Star Wars Battlefront. Eigentlich wollte ich heute keine Episode aufnehmen, aber ich habe ein neues Mikro bekommen und ich muss es testen. Also ich habe es nicht bekommen, sondern ich habe es mir gekauft. Und zwar ein Rode NT USB. Darauf habe ich jetzt schon ein Weilchen gewartet. Ich habe es in einem Musikfachhandel, wo nur die vollen Audio-Nerds und so weiter einkaufen gehen. Also so Bassisten, Drummer, keine Ahnung, so Musiker halt. Ne? Ja, und labern und spielen nach wie vor ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Aber das ist auch nur ein kleiner Test. Vielleicht lade ich den Murks auch wieder hoch, aber vielleicht auch nicht. Ich mache einfach mal ein paar Geräusche und verstelle auch mal ein bisschen meine Stimme, um einfach mal zu gucken, ob man mich gut hören kann im Vergleich zum Spielsound. Und dann, wir sind in Jabbas Palast. Boah, hey, sogar in meinem Zustand schaffe ich es noch, Leute niederzumähen. Und ich bin hier von Prinzessin Leia fertig gemacht worden. Ihr dürft jetzt hier überhaupt keine Rücksicht nehmen auf meine Spielkunst, die beträchtlich ist, aber jetzt ein wenig eingeschränkt. Denn hier geht es wirklich nur darum, niedergemäht zu werden. Hier in diesem Fall von Yona Klona. Ich weiß auch gar nicht, welchen Spielmodus. Wir spielen Stoppe den Transport. Eine Granate schadet nie. Wie ihr seht, ja, ist einer draufgegangen. Das macht Freude. So. Und jetzt kann ich es definitiv nicht mehr hochladen, denn jetzt weiß jeder da draußen, dass ich ein absoluter Vollidiot bin. Aber das ist nur ein Test. Und sogar beim Testen schaffe ich es, kleine Schweinchen wie dieses hier niederzumähen. Und auch hier ist einer langgestiefelt. Pah! Komm, du auch! Nein! 3 HP hat er doch, 3 HP! Ich fass es nicht. Wo ist jetzt eigentlich hier der Transport? Man kann ja auch mal hier so ein bisschen... Geht das Türchen auf? Nee. Das geht nicht öf. Da muss ich jetzt hier ösen rüm löfen. Und muss jetzt hier mich von der Seite heranpirschen. Ich mache wirklich jeden Test, jeden Scheiß, auch Stimme verstellen. Weil vielleicht werde ich das... Oh, komm hoch! Boah, ist das ein schlechtes Aiming gewesen, hey. Leck mich am Arsch. Da haue ich echt eine halbe Stunde auf den drauf, bis der endlich umfällt. Ich habe echt den Tod verdient. So wie ich spiele, habe ich den Tod verdient, Freunde. Und jetzt kriege ich auch noch einen Zucker hier. So. Das ist gar nicht mal so freundlich gewesen von dem Kollege. Aber wir wollen uns hier nicht bange machen lassen. Wir sind hier, um zu kämpfen. Wir werden hier unsere Pflicht erfüllen. Da fliegt wieder was rum und ich sehe es nicht. Oh ja, jetzt gehe ich mal da lang. Mal gucken, was da hinten los ist. Vielleicht ist... Ich laufe hier einfach mal rum, ja? Ich will einfach mal so ein bisschen die Map angucken. Ist mir doch egal. Ich rede jetzt auch ein bisschen leiser. Jetzt müssen wir ganz still und heimlich hier langschleichen und uns ein wenig umschauen. Oh Gott. So, komm jetzt. Irgendwo ist hier der Thronrahmen vom fetten Jabba. Den finde ich auch. Ich will ihn finden. Ah, da ist er jedenfalls nicht. Da ist... Das ist einer von meinen. Und das ist ein Gieschner. Das war ein Gieschner. Oh, wie geil ist das? Komm jetzt! Herrlich. Es gibt tatsächlich Leute, die sind noch blöder als ich, obwohl ich hier die letzte Scheiße zusammenspiele. Ich freue mich einfach über das Mikro. Ich nehme jetzt wirklich jeden möglichen Fick auf. Und komisch. Ach, guck mal, die sehen mich alle nicht. Sind die eigentlich alle doof oder sind die blind? Sogar durch die Rauchgranate treffe ich.
Echt, wenn ich nicht völlig überlegen bin, dann weiß ich auch nicht. Hoch da, komm. Boah, ist das geil. So, jetzt werden hier die Typen von Öpen. Von Öpen niedergemäht. Kommt jetzt. Wo seid ihr, ihr miesen Schweine? Das ist jetzt wirklich nur ein Test, gell? Ah, guck mal hier, der denkt, er wäre voll cool, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ey, das Spiel macht voll Spaß, wenn man hier nur Müll redet. So, jetzt fliege ich da wieder hoch. Mal gucken, vielleicht kommt da einer. Vielleicht kann ich hier von oben jemanden... Ah, da. Da sehen sie mich. So, jetzt rennen die da und jetzt komme ich hier und... Peng! Dam-ba-dam-ba-bam! Und der ist da lang gelaufen. Und weiß nicht, dass ich komme. Und da bin ich, da bin ich, da bin ich. Ich bin hier für dich. Oh Gott, ist das geil. Ich liebe dieses Mikrofon. Das ist voll das Riesenteil. Das steht vor mir wie so eine Kühltruhe. Oh Gott, war das ein Scheiß. Meine Fresse, hey. Manchmal könnte ich mich selber die ganze Zeit totschlagen für die Kacke, die ich zusammenspiele. Aber die Granate war... Nein. Ja, doch, die war geil. Die war gut. Die ist oben hingeflogen. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. So, da hinten sind Feinde. Das ist mir aber egal. Denn ich werde lieber von dem gekillt. Oh Gott, hoffentlich ist diese Scheißrunde schnell vorbei. Weil ich will hier eigentlich gar nicht spielen. Ich will nur gucken, ob das Mikro funktioniert. Und ob das mit jeglichem Scheiß klarkommt, den ich hier fabriziere. Ach, das ist der Gegner. Wo ist er? Wo bist du? Da bist du. Ja, komm schon. Oh, nein, komm. Komm, du Sau. Du kommst jetzt bestimmt von da. Ich bin nicht blöd. Glaub ja nicht, dass ich doof bin. So, jetzt. Da bist du, du Ratte, du. Muss ich hier was... Nee, der steht ja schon. Boah, so ein bisschen Pseudo-Spielmodus spielen. Oh, war das geil. Ich bin hier voll einer Explosion entkommen. Wie ist es eigentlich, wenn ich... Moment. Oh. Gogius 333 hat mich niedergemäht. Deswegen stelle ich jetzt hier die Decke Fleze auf und dann haue ich hier mal so richtig schön rein, da in die... Wenn ich hier... Wo sind denn... Da, der geht drauf, komm! Da oben, da kommen sie. Ganz viele kommen da. Ja, komm, geh drauf. Du auch! Habe ich eigentlich... Boah, krass. Ey, 15-11, ich habe eine positive KD, ich bin im Mittelfeld und ich spiele hier nur Rotzkacke zusammen. Bloß, weil ich meinen Mikro testen will. Freunde, ich nehme diesen Scheiß für euch auf. Nee, eigentlich nehme ich ihn für mich auf zum Testen, aber ich werde ihn für euch hochladen. Denn ihr wollt genau sowas haben. Ich muss ja erst noch meinen Stil finden. Und mein Stil kann natürlich sein, hier den mega ernsthaften zu machen, der euch das Spielen erklärt. Mein Stil kann aber auch sein, euch zu zeigen, wie blöde man sein kann. Und wir wollen hier nie wieder von Alter... Was ist das denn für eine Kacke? Wir wollen hier nie wieder von Alter oder so reden oder ich bin über 40. Das ist alles Käse. Das ist alles nur, weil ich gedacht habe, ich müsste das erklären. Aber ich muss hier gar nichts erklären, Mann. Ich spiele hier, ich nehme es auf... Und ich zeig's euch, und wenn das jemandem gefällt, aber ehrlich gesagt, das ist alles Vorstellphase. Wir sind jetzt lange über den Scheiß hinaus. Jetzt wird nur noch gedattelt und Spaß gehabt. So, kommt, Freunde der Volksmusik. Ich bin bei euch. Haha, war das geil. So, du auch, komm. Komm. Was willst du? Komm. Ist das geil! Man muss nur echt wie ein Vollidiot spielen und dann geht's. Oh Mann. Ich lach mich krank. Oh, meine Fresse. Das war mein Kill! Du hast ihn mir geklaut! Oh, da guck mal, der da oben ist voll schlau. Er war voll schlau. Er hat gedacht, er könnte hinter einer Hügelkette vor sich hinschimmeln. Da hat er die Rechnung ohne mich. Ja,
Ja, wie gesagt, ich achte überhaupt nicht. Ah, guck mal hier, die wollen immer skillig da mit dem Faustschlag auf den Kopf. Das hier ist ein Laserpistolenduell, ihr Ratten. Hier wird überhaupt nichts mit Faustschlag auf Köpfe. Das blöde Rumgeskille, das könnt ihr alles vergessen. Na, hier. Aber der Typ geht mir jetzt schon fast wieder auf die Eier. Aber hier 21:15. Ich spiele überhaupt nicht. Ich möchte jetzt einfach nur, dass diese blöde Runde zu Ende ist, Mann. Macht fertig. Ich will das Video beenden. Ich will nicht wieder 20 Minuten hochladen. Sonst heißt es am Ende wieder. Uli, deine Videos. Wir mögen sie, aber sie sind zu lang. Wir können sie nicht im Büro gucken. Freunde, im Büro werden sowieso keine Videos geguckt. Es wird abends gemacht. Nicht im Büro. Abends, da wird gesagt, da wird zur Frau gesagt, pass auf, ich habe keine Zeit für dich. Ich muss jetzt erstmal hier neue Ulinator-Videos gucken. So sieht's aus. Nicht im Büro. Ich mache hier doch keine 5 Minuten Battlefront-Videos. Was ich hier teilweise für Wünsche habe, ja, was hier für Absichten an mich herangetragen werden, da muss ich manchmal schon mit dem Köpfchen schütteln. Hat den Transport in Bewegung gesetzt. Das klingt nicht gut. Schimmelfritze, komm, geh drauf, komm. Du auch. Und jetzt halten wir die Scheiße an. Oh Gott, hey. Hey, echt, hier werden aus 2 Meter Entfernung hacken hier die Leute aufeinander. Aber das ist ja egal, ja? Wir kümmern uns gar nicht ums Spiel. Wir springen hier einfach nur ein bisschen rum. Wir wollen nur das Mikrofon testen. Ja, Granate. Da geht bestimmt einer drauf. Peng! Nee. Ein bisschen Husten gehört auch dazu. Ich muss echt jeden Fall abdecken. Jetzt werde ich ein bisschen subtiler reden. Ich werde so tun, als wäre ich hochgradig seriös. Hallo, liebe Kinder. Ich stelle euch Star Wars Battlefront vor. Was mich dazu qualifiziert, ich bin schon alt und ich spiele immer noch Games. Oh Mann, hey. Wann ist diese Scheißrunde zu Ende? Verteidige den Transporter. Ich will den Transporter nicht verteidigen. Ich will hier nur ein Mikrofon testen. Ich will gucken, ob die Soundqualität passt im Vergleich zum Spielesound. Peng. Aber wir haben ein paar schöne Explosionen drin. Da können wir gucken, ob die Abmischung auch hinhaut. Weil das Mikrofon hat einen anderen Pegel. Hier fliegen sie alle wieder rum wie die Hunde. Oh ja, hier, geil. Ist das Ziel? Ja, das Spiel ist zu Ende. Ich hab's geschafft. So, jetzt schreiben wir hier GG, ja? GG, Peng, in großen Buchstaben. Und die Aufnahme ist zu Ende, ja? Wenn ich richtig bescheuert bin, lade ich das hoch. Ansonsten, bye bye. I have a really bad feeling about this.